Dies ist die Aufgabe 3b, wo man ein Koordinatensystem hat. Als Funktionsgleichung hat man die Gleichung y ist gleich 0,5 plus 3. Nehmen wir als Beispiel x ist gleich 3. Also rechnen wir 0,5 mal 3, weil für x die 3 eingesetzt wurden, das sind 1,5. Plus 3 von den 3 aus der Funktionsgleichung, das sind insgesamt 4,5. Die 4,5 befinden sich auf der y-Achse ungefähr hier. Und die x plus 3 sind hier ungefähr und treffen an dieser Stelle aufeinander. Aber um eine Gerade zeichnen zu können, brauchen wir noch einen zweiten Punkt. Nehmen wir jetzt als Beispiel x1. Also wieder die Funktionsgleichung, y ist gleich 0,5x plus 3. Und rechnen wieder um, indem wir x einsetzen. X also 1. 0,5 plus 1 sind 0,5. Plus 3 aus der Funktionsgleichung sind gleich insgesamt 3,5. Die 3,5 befinden sich hier auf der y-Gerade und die 1 von dem x sind hier und treffen ungefähr hier aufeinander. Und jetzt haben wir zwei Punkte und können die Gerade durchzeichnen durch beide.